Hey ho, hier ist Soraya mit einem neuen Review. Und erstmal geht's hier in das Gifter-Video. Und zwar die TRG 41 wurde mir von MacPom für permanent gegiftet. Hier unten seht ihr es nochmal. Also, ich finde das richtig, richtig geil. Danke für diesen Gift, MacPom. Da habe ich auf jeden Fall jetzt meine Lieblingssniper für permanent. Und hatte ja davor noch gar keine richtige Sniper. Außer die L96-1 GP-Version. Aber jetzt hier die TRG 41 für permanent zu haben, das ist echt richtig krass. Also über den Gift freue ich mich richtig und ja, das möchte ich hier mal nochmal richtig hervorheben hier in dem Gifter-Video. Es kommen natürlich noch eine Menge andere Gifts. Respawn Token kommt jetzt hier von Party 16 Lover, dann geht es hier weiter mit einer Mist N von Mac Fanta. Eine MG21 Steel, danke überhaupt für die Waffen, weil also, Waffen freue ich mich immer mehr als über Respawn-Token. Die kann ich ja alle gar nicht so verbraten, so schnell wie ich die bekomme. Von Buttermaul, eine AK-MP, die ist ja GP. Respawn-Token von Hammerclaw, Respawn-Token von Skyliner, eine MG21 E Steel von Skyliner. Danke nochmal für die MG. Eine M21 E von. Ja, FVV oder so. Grey Highstick, okay, ne? Ist G auch nicht. Und P45 von. Ja, bestimmt wieder dieser Hammerclaw oder so. Aber die Namen sicher nicht ganz. Respawn Token von The Cat 27 und von Extend Salo. Noch einer von USK 18. Einhalb. Mist N von Skyliner, danke Alter, was du mir hier alles giftest. THG 41. Für einen Tag, jetzt habe ich sie permanent bekommen, aber trotzdem danke, Mann. Ja, das ist echt eine richtig geile Waffe. Danke Skyliner für den Gift. Richtig cool. So, RPG, Respawn Token von New Star. Ja, ich hoffe, das ist auch so korrekt. So. MP5 Respawn Token nochmal von Commander, von nochmal von Commander und nochmal von Oranga. Oh, ich hoffe, also der Name ist hier abgekartet. Leute, schreibt doch nicht so viel Text rein. Ich kann es eh meistens gar nicht alles durchlesen, obwohl ich mache es eigentlich immer, bevor ich es aktiviere. Aber ich es dann auch mal aktiviere, egal. So, noch einer von Max Kill. Und hier sind jetzt eine Menge Grey Highstick Case und Miss G's. Nur eine ganze Menge hier von King Maxi. Ja, danke hier. Mehrere Kisten und Schlüssel. Ist immer nett. Noch eine Mystery von King Maxi. Dann neue Respawn-Token. Parade von Paddy 1997 von DVK oder Knallerbse. Von Firework. Von Luxor 44. Von Turkey Boy. Von Barnmi Baby X3. Chris Back Ops hier von minus Jetix oder Jetix einfach nur halt, danke auf jeden Fall, cool. Ja. Respawn Token von ML 998 von O-Double R09 von hier geht's weiter von Speedcore von Unbelievable von Steel oder CIT. Ja. So. MT21 von Killer und weiter kann ich leider nicht lesen, vielleicht Kills 1, ich glaube, der wird ein bisschen anders geschrieben. Respawn Token von Reckless hier und von dir auch noch meine Myst N, über die ich mich auf jeden Fall freue. Finde ich cool, bin mal gespannt, was rauskommt. Wenn was Cooles rauskommt, kann ich auch dann eine Review darüber machen. Boah, wie viel Respawn Token, echt krass, ey. Mr. Wayne von Totti, von Patu 01 von Same 1234 von ja 10.000 Fist von Skyanthology von Hammer so und dann noch einer von ach nee Country Change erstmal nochmal von Hammer, das war ja der, hatte der mehr Respawn Token? Ja, nee, nicht Respawn Token von Hammer, sondern Country Change von Hammer. Respawn Token hier von Jetix und hier Weapon Renewal Kit von Combat Arms Menschen. Nee. Ja, das habe ich mal so ein paar Kisten geöffnet. Von ist aber, ich glaube, das müsste noch mit dem letzten Video drin sein. Und boah, das haben wir jetzt hier alles. Das ist echt krass, oder? Ja, so eine Menge wurde mir gegiftet und ich habe auch schon ein Weilchen kein Gifter-Video mehr gemacht. Und ja, das hier, egal. Also, danke für die ganzen Gifts und gerade nochmal danke für die TRG 41 hier für permanent von MacPom.
Oh, richtig coole Sache und ich werde mich jetzt erstmal ransetzen und den Review finishen. Also, tschüss. Hey ho, Leute, hier ist Osaya mit einem neuen Review. Ja, für euch, Arctic Wolf werde ich jetzt reviewen und der Review ist ja mal schon mal sowas von überfällig. Einfach eine absolute Waffe, die jeder eigentlich mal reviewed haben sollte, müsste. Sie gehört ja auf jeden Fall, sag ich mal so, so eine Art Oldschool-Waffe. Ja, also das ist so der. Die Waffe muss halt jeder mal gespielt haben, so ungefähr, wenn Command Arms ist. Ja, früher wurde sie natürlich viel öfter gespielt und war halt die Sniper-Rifle einfach nur so schlechthin. Aber jetzt hat sich das natürlich alles geändert durch die ganzen Patches, neuen Waffen-Updates und bla. Und ich werde ihr euch einfach mal ein bisschen vorstellen, die Waffe. Und zwar auch auf dem heutigen Stand, was die halt dann auch sozusagen drauf hat im Vergleich zu den anderen Waffen. Da ich euch auch eine Kaufempfehlung geben oder eine Beratung, sage ich mal, kauft ihr euch oder kauft ihr euch nicht. Werde ich dann aber alles dann am Ende, wenn der Review dann vorbei ist, sagen, bla, reden. Der Review an sich, ja, ist relativ lang. Und ich habe Zeit und es sind zwei Games, die ich nicht ganz bis zu Ende zeigen werde, weil es dann einfach zu krass zu lang wird. Aber es wird diesmal als allererstes Mal in einem Review ein One-Man-Army zu sehen sein, da das auf jeden Fall eine der Stärken von der Waffe ist. Das verrate ich schon mal. Und ja, über die Stats jetzt groß bei der Waffe zu sprechen, macht nicht wirklich so einen Sinn. Ist halt so, dass es halt erstmal eine One-Hand-Sniper ist und das ist halt so das Wichtigste und die anderen Stats, die werde ich dann halt mal mit den aktuellen Waffen vergleichen, aber was uns halt auch noch natürlich interessiert, weil es eine Sniper-Rifle ist, ist die Präzision. Und ansonsten so gibt es natürlich noch so ein paar Sachen, die nicht in den Stats drinstehen, zum Beispiel die, wie soll ich es nennen hier, die Zeit, die man benötigt, ja, um die Waffe zu ziehen. Die Zugzeit sozusagen, also wenn man sie halt dann ausrüstet, die Ausrüstzeit, wenn man so will. Und ja, die ist halt relativ entscheidend, immer bei der Sniper Rifle, gerade wenn man mit der Waffe halt einen Quick Switch macht, also mit Doppel-Q, also QQ einfach drückt auf der Tastatur, und dann kann man da ja, die Waffe halt wieder neu herausziehen, ohne dass man repetieren muss. Manche sagen, das geht schneller. Ja, möchte ich nicht unbedingt behaupten, aber der große Vorteil, ja, beim Quick Switch ist meiner Meinung nach, dass gerade wenn man im One-Man-Army ist und man schießt, dass die Waffe halt nicht erst reinscoped, man schießt und rausscoped, sondern dass die Waffe halt einfach nur reinscoped, man schießt und dann macht man den Quick Switch mit QQ und dann muss die Waffe nicht rausscopen, sondern man landet direkt sozusagen in der Animation, wo die nächste Waffe dann halt gezogen wird, beziehungsweise die gleiche Waffe nochmal. Ja, aber deshalb mache ich jetzt nicht ein Review, um euch das zu erklären, sondern es geht ja um die R96 und ihr seht, also es gibt Situationen, wo man mit der Waffe nicht so gut treffen kann. Das liegt einfach an der Präzision. 90 Punkte ist genauso viel wie die G36E hat. Und wenn ein Gegner irgendwo hintercampt, dann nehme ich lieber die G36E und versuche ein paar Mal den Headshot zu drücken, anstatt mit der L96 da einen Schuss nach dem anderen abzufeuern. Das ist auch so ein schöner Fail hier. Ja, aber allgemein habt ihr auch schon gesehen, wo ich versucht habe, halt Gegner, die relativ große Entfernung sind, zu snipen. Das funktioniert halt nicht sonderlich gut. Und wenn man überlegt, dass Sniper, die nicht so geil ist, für eine große Entfernung, wozu braucht man die dann überhaupt? One-Man-Army habe ich ja schon angesprochen, ist halt die Stärke und das damit auch verbunden natürlich der Quick-Switch, beziehungsweise das Quick-Scopen eigentlich eher. Weil die Waffe hat ja erstmal eine geile Zugzeit. Das kann man ihnen lassen auf jeden Fall, ja. Also die ist halt relativ schnell selektiert und man kann dann mit der auch schnell reinzoomen und das Coole an der Waffe ist, das wirkt irgendwie alles so flüssig. Vielleicht kann man es so beschreiben, ja. Das ist alles, weiß ich nicht, so vom Gameplay her wirkt es sehr, naja, ich möchte es nicht dynamisch sagen, aber ich sag's einfach mal, es wirkt sehr dynamisch, ja. Und wenn man halt einen Schuss mit der Waffe abgeben möchte, dann einfach einen Quick Switch machen, beziehungsweise so würde ich euch empfehlen, dazu raten und dann den Quick Scope danach. Und das Quick Scopen ist natürlich so, man scoped mit der Waffe rein und schießt dann da sofort danach
Und zielt sozusagen nur grob. Man zieht eigentlich sozusagen mit der Bildschirmmitte auf den Gegner und während man reinscoped, schießt man sozusagen eigentlich schon so ganz grob. Ja. Und das funktioniert halt mit der Waffe richtig gut. Könnte auch daran liegen, dass das Scope der Waffe ja nicht das also das herkömmliche Scope ist und nicht das Scope wie jetzt bei den neuen TRG und TPG Waffen, die ja dieses 150 Scope, sage ich einfach mal, haben. Das halt einfach ein bisschen näher ranscopen. Das halt auch dann gerade so für irgendwie Gegner, die in der größeren Entfernung stehen, halt dann doch noch präziser ist, wo man halt einfach auch durch Scope noch eine höhere Präzision hat und natürlich auch durch den Waffenwert. Ja, das Snowbally-Game geht auch schon noch ein bisschen und ich werde doch mal langsam dann anfangen, die ganzen Stats der Waffe mal runter zu rasseln. Aber man kann halt nicht denen so viel Gewicht geben, da ich finde, man sollte die Arctic-Wolf halt eher so, ja, so ein bisschen auch als Kult sehen, ja. Und vor allem die Waffe ist besser als die Stats es sagen, wenn man sie mit den anderen Sniper Rifles vergleichen würde. Ich habe eine Weile mit der L96 gespielt, also mit der normalen GP-Version, weil ich sie ja permanent gekauft habe. Und der Unterschied zwischen der GP-Version und der Arctic Wolf ist wirklich extrem groß. Also das kommt halt schon allein von der Zugzeit, die ist halt extrem unterschiedlich und dann halt auch wie man irgendwie reinscoped und das ganze Gameplay. Ich glaube, man ist sogar mit der noch ein bisschen portabler. Natürlich sieht die Arctic-Wolf noch besser aus. Man hat halt noch einen Silencer dran. Das sind halt alles so Dinge, die Arctic-Wolf wirklich unterscheiden. Das ist eine Menge und der Unterschied ist deutlich merkbar. Also wenn ihr mal die L96 gespielt habt, dann denkt nicht, ach so, ja, die Arctic-Wolf ist bestimmt genauso. Die ist wirklich eine richtig gute Sniper-Rifle. Ja, aber ich wollte zu den Stats. Also der Damage von der Waffe ist, ach so, jetzt hier kommt mal eine Stelle, wo man wunderbar sieht, erstmal, dass ich mit dem Quick Switch ein bisschen verkackt habe, aber wo man halt auch sieht, dass man, wenn man auch auf Gegner schießt, der in einer etwas größeren Entfernung ist, dass man da halt mit einem Schuss nicht immer 100% trifft, aber wenn man halt trifft, dann ist das eigentlich immer ein One-Hit-Kill. Also bei der Waffe ist es halt nicht so, dass die irgendwie so wenig Schaden macht, außer man hat halt Pech und man trifft mal irgendwie den Fuß, aber die ist halt eigentlich schon immer ein One-Hit-Kill, hat auch einen guten Damage auf jeden Fall. So, Schaden ist Maximum, also 100 Punkte sozusagen. Die Beweglichkeit, also Portability, es liegt bei 40 Punkten. Und wenn man zum Beispiel mal mit der neuen TRG 41 vergleicht, da die hat ja 43 Punkte drauf, also sind 3 Punkte mehr, das ist jetzt nicht die Welt. Und ich würde behaupten, man merkt es eigentlich nicht. Ja, Fire Rate ist 10 und das ist halt dann doch, also es ist normal für damals, aber die neuen Waffen haben halt so 16 Fire Rate und das ist dann schon echt ein krasser Unterschied. Aber wenn man mit der Quick Switch, das heißt die Zugzeit macht, so wie ich jetzt hier immer mache, dann holt man da nochmal ein bisschen mehr raus. Und ja, dann merkt man das gar nicht mehr so. Also von daher, wenn ihr mit der Arctic Wolf Quick switchen könnt oder wenn ihr allgemein Quick switchen könnt, dann müsst ihr da nicht auf die Fire Rate von den Stats her gucken, sondern ungefähr gucken, wie euch das so von dem Timing her gefällt mit dem Quick Switch. Wie ihr ja auch jetzt hier seht. Ja, Präzision habe ich schon mehrfach angesprochen. 90 Punkte. 90 Punkte sind da auf jeden Fall ein bisschen wenig für die Sniper, aber für ein One-Man-Army oder so reicht das vollkommen aus. So, Recoil. Bei Recoil von den ganzen Sniper Rifles ist es immer so eine Sache. Natürlich hat jede Waffe Recoil. Nur man sieht ihn sozusagen bei den ganzen Sniper Rifles nicht. Hier ein wunderbares Beispiel hier für so einen schönen Quick Scope. Einfach raufgescoped und sofort abgedrückt und der Schuss saß dann halt auch dementsprechend. Das funktioniert halt einfach mit der Arctic Wolf wunderbar. Ja, der Recoil von so einer Sniper Rifle, wenn man Quick switcht, dann kann man ihn eigentlich vernachlässigen. Aber wenn man halt normal irgendwie. Ihr kennt das ja bestimmt, wenn man mit einer Waffe springt. Dann dieses Fadenkreuz in der Mitte halt größer wird. Das ist halt bei der Sniper Rifle auch so. Wenn man springt und danach schießt, dann ist der Schuss halt unpräziser, als wenn man, sag ich mal, nicht davor gesprungen ist. Und von daher ist der Recoil ein bisschen interessant, wenn man über eine Sniper Rifle redet. Ich hoffe, ihr könnt es so ein bisschen nachvollziehen, aber wie man halt Quick Switch ist es auch zu vernachlässigen und auf eine kurze Distanz auch. Und wenn man halt No-Scope macht, dann ist es eh vollkommen zu vernachlässigen. Von daher, naja, ein bisschen Wayne.
Ja, hier habt ihr gesehen, ich habe getroffen und der Gegner ist nicht tot gegangen. Kann auch natürlich daran liegen, dass er vielleicht eine Weste anhat. Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Aber es war eine Weste mit Defense. Ach so, und jetzt kommt es schon zum Junkflea-Game. Und das ist One-Man-Army. Ich habe da nicht ganz durchgespielt und ich möchte halt die Arctic Wolf vergleichen mit der TRG. Hier, TPG. So. TPG 1. Die GP-Version, weil die beide das gleiche Scope haben und ich möchte einfach die Arctic Wolf, weil es ja eine X-Waffe ist, mit der GP-Waffe vergleichen und kann euch gleich mal am Anfang sagen, die Waffen sind eigentlich fast gleich. Der einzige Unterschied ist der Silencer. Also die aktuell der Standard von den GP-Waffen ist halt wirklich schon so ungefähr auf dem Standard von der Arctic Wolf. Wenn man jetzt mal die L96 mit der TPG vergleicht, ja, dann ist es wirklich ein Unterschied, ein richtiger krasser Unterschied, der zu merken ist. Aber preislich hat das Nexus natürlich auch ein bisschen angepasst und ihr seht halt hier, dieses Quick-Switchen funktioniert halt mit der Waffe auch wunderbar. Also man macht einen Switch und dann scopet man einfach rein und da merkt man halt zwischen der TPG, die ja eigentlich fast die gleichen Werte hat wie die TPG 1 Pro und der Arctic Wolf kaum einen Unterschied. Und wenn ihr One-Man-Army gern spielt und viel rumsniped, dann kann ich die Arctic Wolf nur empfehlen. Ich war selber überrascht, dass die noch so viel hermacht, die Waffe, halt wirklich so abgeht und wirklich auch fast immer ein One-Hit-Kill ist. Ich habe auch mal eine Zeit lang mit der Arctic Wolf und der L96 GP-Version gespielt. Der war jetzt L96, einmal die Arctic Wolf und einmal die GP-Version. Und wenn man an die L96 A1, ja, ohne Arctic Wolf, also die GP-Version, und Silencer ran schraubt, dann hat man das Problem, also die Waffe macht sozusagen, wenn man es mehrfach testet, ungefähr in die Brust 115 Punkte Schaden, ja, also die L96 A1. Wenn man einen Silencer anschraubt, Silencer hat ja immer die Sache, macht zwar die Waffe leiser, manchmal macht es auch irgendwie die Muzzle Flash irgendwie geringer, aber man hat halt das Problem, dass die Waffe dann weniger Schaden macht und man wird es halt merken, wenn man an die L96 GP-Version Silencer anschraubt, dass man irgendwie nicht mehr so oft einen One-Hit-Kill bekommt. Liegt einfach dann da auch daran, dass wenn man, sag ich mal, in die Brust mit dem Silencer schießt, 115 Punkte Schaden macht und wenn man in die Brust schießt mit dem Silencer, macht man nur 103 Punkte Schaden. Wenn man dann natürlich den Fuß trifft, dann ist es kein One-Hit-Kill mehr. Darum würde ich euch auch raten, da keinen Silencer ranzumachen. Und bei der Arctic Wolf, die hat zwar einen Silencer, also das wäre der S1 Silencer, wenn man sich mal den anguckt. Die hat zwar einen Silencer, aber der macht keinen, also da es ja eine X-Waffe ist, macht der keinen Abzug vom Schaden her. Und darum ist es natürlich auch ganz nice, auf jeden Fall mit der Arctic Wolf. Falls man natürlich mal ein bisschen Quiet spielen möchte, irgendwie weiß ich was, vielleicht in einem 101 auf einer großen Map oder so. Aber auf jeden Fall seht ihr, dass die Waffe halt doch schon ganz gut rockt. So, One-Man-Army, ich bin jetzt nicht mehr so eingespielt, was One-Man-Army angeht. Ein paar kleine Fails und so gibt es ja auch, aber allgemein seht ihr, also die Waffe macht halt genauso viel her wie die TPG und der einzige Unterschied ist halt die Präzision, das heißt, wenn ihr viel GP habt, dann kauft euch lieber die TPG. Und ansonsten, wenn ihr euch eine NX-Waffe kaufen wollt, eine Sniper-Rifle, ja, dann müsst ihr erstmal wissen, wollt ihr einen Silencer haben und wollt ihr viel One-Man-Army spielen. Also wenn ihr viel One-Man-Army spielt, dann kann ich euch auch zu Arctic Wolf raten. Dann müsst ihr einfach gucken, findet ihr die cooler oder nicht. Man kann aber dann auch zur TPG bzw. TRG greifen und die haben halt keinen Silencer, das ist aber auch so egal eigentlich, gerade für einen One-Man-Army. Und die haben halt eine richtig schnelle Reload-Zeit, haben ein gutes Magazin, haben halt ein anderes Scope und ihr seht schon, ich eier gerade so ein bisschen rum. Ganz grob, also ganz kurz und knapp zusammenfassend, guckt als erstmal auf Scope, welches euch dann besser gefällt, das von der L96 oder nicht. Danach könnt ihr auf jeden Fall gehen, wenn ihr One-Man-Army spielen wollt. Und dann guckt, ob ihr halt auch andere Spiele spielen wollt. Wenn ihr, sagt mal, Snowbally spielen wollt oder nicht, wenn ihr Snowbally spielen wollt mit der Waffe, dann rate ich euch doch eher so zur TRG, TPG, weil die halt einfach die besseren Stats haben und dadurch einfach die besseren Waffen sind. Der Unterschied ist halt dann einfach nur, sag ich mal, so das Prestige der Waffe. Also die Arctic Wolf ist halt so richtig geil, oldschool, sieht cool aus, hat halt auch ein ganz cooles Schussgeräusch und liegt im Quickscopen den anderen eigentlich auch nicht nach.
Und ich weiß nicht, ich könnte es ein bisschen als smooth so bezeichnen. Ja, die Waffe ist halt so ein bisschen smooth, also es geht halt irgendwie so ineinander über, dieses Quick Scopen bzw. Quick Switch into Quick Scope, so dass man, das läuft halt irgendwie, ich weiß nicht, es spielt sich halt sehr, sehr smooth, so könnte ich es mal sagen. So, und der Review ist auch bald vorbei und ich habe jetzt echt keine Ahnung mehr, worüber ich euch reden könnte. Vielleicht noch ein bisschen One-Man-Army spiele ich, habe ich früher sehr gerne gespielt, dann habe ich aber mit Combat abends eine große Pause gemacht und jetzt spiele ich halt wieder ein bisschen. Man muss sich aber auch erstmal wieder einspielen und ja, das Wichtige am One-Man-Army ist halt, dass man natürlich weiß, wo der Gegner ist, also muss halt einen schnellen Gegner finden, sehen und dann halt auch versuchen, mit dem ersten bzw. zweiten Schuss, den man dann hat, zu treffen. Und das erfordert auf jeden Fall schon Übung, dass man da halt den Gegner sieht, anvisiert und dann auch trifft, so wie hier, wunderbar, Ultra-Kill. Und am Anfang, wenn man anfängt, wird man so eine 0,4er, 0,5er KD haben und man muss halt wirklich so, ich würde sagen, 2 Monate vielleicht, ja, und dann könnt ihr auf jeden Fall schon, wenn ihr halt jeden Tag so 2-3 One-Man-Army spielt, werdet ihr dann auf jeden Fall irgendwann schon über eine 1er KD und es wird dann halt besser. Also so war es bei mir auf jeden Fall und wenn ihr das halt spielt, dann kriegt ihr auch auf jeden Fall so ein bisschen mehr Rift Reflex und ja, ihr müsst halt immer schön Quick Switchen, man kann es mit Q machen, aber wenn man 2 Waffen hat, kann man es auch mit 1 machen. Ja, und dann einfach immer ein bisschen rumhüpfen, das ist vielleicht auch ganz relativ wichtig, damit der Gegner eigentlich nicht so gut trifft. Oder wenigstens halt nach links und rechts ausweichen. No-Scope würde ich eher gar nicht dazu raten, außer der Gegner steht direkt vor der Fresse. Okay, und sonst, ja, Arctic Wolf eignet sich halt zum One-Man-Army auch schon gut, aber die TRG oder TPG mit dem anderen Scope kann ich auch nur raten. Und vom Scope soll es nicht abhängen. Ich finde, man kann mit beiden gut spielen. Man muss sich halt einspielen. Aber wenn ihr jetzt schon an das L96er Scope gewöhnt seid, dann greift ihr vielleicht doch einfach mal zu Arctic Wolf. Denn so schlecht ist die Waffe gar nicht. Auch wenn die anderen, wenn man sagt, die sind overpowered, aber die Arctic Wolf kann meiner Meinung nach auf jeden Fall im One-Man-Army noch locker mithalten. So, das war's jetzt von mir und meinem Review. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.